Servus Leute und willkommen jetzt zum dritten Teil der Neuerscheinungen vom Monat Januar. Ich fange ohne weiteres an, weil es sind 18 Bücher, damit das Video nicht zu lang wird. Ich starte einfach durch. Dieser Teil geht vom 15. bis zum 31. Januar. Und ich beginne mit dem 16. Januar. Hier scheinen 6 Bücher, teilweise Folgebände oder auch sehr viele, die wahrscheinlich viele interessieren werden. Das erste Teil werden viele lesen oder haben bestimmt schon viele gelesen, weil sie das Rezensionsexemplar bekommen haben. Es werden viele lesen, bin ich mir sicher, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Nämlich Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche von Mary Lou. Ein sehr gehyptes, ein sehr erwartetes Buch, hoch erwartetes Buch für viele. Deswegen, da muss es hier dabei sein, damit ihr auch wisst, dass es erscheint. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Und dieses Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 18,95 € im Löwe Verlag und ist ein Fantasy-Roman. Dann kommt der zweite Teil einer Reihe raus von einer Autorin, die im ersten Teil schon ein Buch rausgebracht hat, nämlich Nora Roberts mit ihrer Sternenreihe. Und der zweite Teil heißt Sternenfunken. Und die Cover finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Cover. Nur, dass das mich nicht interessiert. Aber vielleicht interessiert es alle Nora Roberts-Fans, die den ersten Teil gelesen haben. Hier kommt der zweite Teil raus. Als Taschenbuch für 9,99 € im Blau-Ballet Verlag und ist ein Roman. Dann ein Buch mit, glaube ich, mehreren Geschichten. Nämlich Rebus von Ian Rankin. Ich habe von dem Autor auch schon mehrere Bücher in den Neuerscheinungen vorgestellt. Ich glaube, es sind mehrere Bücher, wenn nicht sogar 4 Geschichten in einem Buch, 4 Fälle oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Mich interessiert es nicht. Aber für alle Fans, die es interessiert, von dem Autoren, von den Büchern. Erscheint das Buch als Broschüre-Ausgabe für 12,99 € im Goldmann Verlag und ist ein Roman. Dann kommt Blutiges Land von Wolfgang Thon. Und auch dieses Buch interessiert mich jetzt nicht. Vielleicht interessiert es ein paar von euch. Ich denke, die Genre-Fans interessiert es bestimmt. Und Blutiges Land erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Blau-Ballet Verlag und ist ein Fantasy-Roman. Dann kommt ein Buch, das ich mir genauer anschauen werde, nämlich Die Gerichte von Peter Swenson. Das Cover sieht cool aus. Ich glaube, es ist rot. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es rot und die Schrift innen drin, also sehr minimalistisch gehalten, sehr schlicht gehalten, aber irgendwie auch interessant. Ich werde es mir nochmal durchlesen und dann mal überlegen, ob ich es lesen werde oder nicht. Und dieses Buch ist als Broschüre-Ausgabe für 12,99 € im Blau Ballet Verlag und ist ein Thriller. Und das letzte Buch am 16. Januar, das ich für euch habe, ist Die Saat der Schatten von Harry Connolly. Und das ist der zweite Teil seiner Reihe. Mich interessiert es nicht, aber für alle, die den ersten Teil gelesen haben, hier erscheint der zweite Teil. Als Broschüre-Ausgabe für 14,99 € auch im Blau Ballet Verlag und es ist ein Fantasy-Roman. Dann kommt es am 17. Januar, das ist auch ein sehr hoch erwartetes Buch. Sehr hoch erwartet, weil die Autorin eine Reihe geschrieben hat, die gehypt ist ohne Ende. Es geht um Rat der Neuen von Veronica Roth. Veronica Roth hat ja die Bestimmung geschrieben, deswegen ist es ein sehr hoch erwartetes Buch, das bestimmt viele lesen werden, definitiv viele lesen werden. Alle, die die erste Reihe von ihr feierten, werden dieses Buch auch lesen. Es wird wahrscheinlich wieder eine Reihe werden. Für alle, die das Buch kaufen wollen, erscheint es als gebundene Ausgabe für 19,99 € im CBT Verlag und ist ein Jugendbuch. Dann kommen wir zum 19. Januar. Hier erscheint ein Buch, dass der erste Teil einer Reihe ist, nämlich Todesstrand von Katharina Peters. Cover finde ich nicht so schön, sowas gefällt mir nicht, ich mag diese Cover nicht. Man kann es am Cover erkennen, welches Genre es ist. Mich interessiert das Genre nicht und das Cover gefällt mir nicht und allgemein interessiert es mich nicht. Aber für alle anderen, die gerne Krimis lesen und vielleicht auch die Bücher von Katharina Peters kennen, für die erscheint es als Taschenbuch für 9,99 € im ATB Verlag und es ist ein Kriminalroman. Dann treffen wir zum 20. Januar. Hier erscheint ein Buch, das sich sehr cool anhört. Ich werde es mir nochmal durchlesen und dann entscheiden, ob ich es lesen werde. Nämlich erscheint Die lachenden Ungeheuer von Dennis Johnson. Das Cover finde ich cool. Da ist, glaube ich, ein Mund drauf, also so eine Mund. Da ist so ein Mund drauf, das Cover ist schwarz und der Mund, der so, glaube ich, so offen steht oder keine Ahnung, irgend sowas. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Entscheidet mich nicht, ich weiß es nicht. Aber irgendwie schwarz mit einem Mund drauf, so ein lächelnder Mund, glaube ich. Passend zum Cover der lachenden Ungeheuer. Sieht sehr cool aus. Ich werde es mir nochmal durchlesen, worum es geht. Und vielleicht setze ich es dann auf die Wunschliste. Und dieses Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 22,95 €
im Rowohlt Verlag und ist ein Roman. Dann springen wir zum 3 Tage weiter, zum 23. Januar. Hier erscheinen 2 Bücher. Nämlich erscheint einmal von einer sehr beliebten Autorin, eine sehr gehypte Reihe auch schreibt, nämlich von Katie Reichs Die Knochenjägerin. Das sind 4 Fälle in einem Buch. Alle Fans von Katie Reichs und dieser Reihe müssen es lesen und kaufen. Und für die erscheint es als Broschüre-Ausgabe für 14,99 € im Blessing Verlag. Und es ist ein Thriller. Ein Buch, was mich interessiert, erscheint ebenfalls am 23. Januar, nämlich ein Hund namens Jagger von Christopher Rufti. Ich finde das Cover cool, da ist ein Hund, passend zum Titel der Hund drauf. Es ist ein Verlag, den ich sehr, sehr mag. Deswegen muss ich es einfach haben, wahrscheinlich haben. Ich werde es mir auf jeden Fall immer zulegen, irgendwann. Wenn ich Lust drauf habe, kaufe ich es mir. Es klingt nämlich so, so genial. Klingt, glaube ich, in die Richtung von. Von, wie heißt du denn? Wer ist denn der Hund von? Wer ist denn der Hund von Stephen King? Mir fällt gerade nicht ein, wie der Hund heißt. Schaut mal in die Kommentare, wie der Hund von Stephen King heißt. Das Buch mit dem einen Hund. Ich weiß es gerade echt nicht. Und dieses Buch erscheint als Taschenbuch für 13,95 € im Fester Verlag und ist ein Thriller. Dann springen wir wieder 3 Tage weiter. Zum 26. Januar hier erscheinen 3 Bücher. Einmal von einem sehr beliebten Autoren, den bestimmt viele lesen werden, nämlich von Arno Strobel ein neues Buch, eine neue Reihe. Ich habe es mit einer Trilogie, nämlich Tiefe Narben im Kopf des Mörders. Wie gesagt, der erste Teil ist eine neue Reihe. Ich jetzt wahrscheinlich nicht lesen, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kann ich Arno Strobel nochmal überzeugen. Mit der Sarg hat das nicht geschafft. Vielleicht schafft es mit den anderen 2 Büchern, die ich noch hier habe, das Wesen und der Trakt. Oder so, glaube ich, habe ich das Wesen und der Trakt. Ob sie mich nochmal überzeugen können, ob er mich nochmal überzeugen kann von sich. Ich gebe ihr auf jeden Fall nochmal eine Chance. Und wenn es mir gefällt, dann werde ich vielleicht doch noch Tiefe Narben lesen. Und dieses Buch ist als Taschenbuch für 9,99 € im Fischer Verlag und ist ein Thriller. Da kommt ein Buch auch von einem sehr geehrten Autoren, von dem habe ich auch ein Buch hier, das muss ich auch unbedingt mal lesen. Nämlich von Karl Mayer. Das werden bestimmt auch viele erwarten. Nämlich die Krone der Sterne. Mich interessiert es nicht, aber alle Karl Mayer-Fans werden dieses Buch wahrscheinlich lesen, weil es Karl Mayer ist. Karl Mayer ist sehr gehypt, gibt viele Fans von dem Autoren. Ich werde mal Phantasmen ausprobieren, wenn es mir gefällt. Vielleicht schaue ich mir noch mehr von ihm an. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Er schreibt eher in die Richtung, die mich nicht interessiert. Aber Phantasmen ist ein Buch, das mich interessiert. Und die Krone der Sterne erscheint als Broschüre-Ausgabe für 14,99 € im Fischer Verlag und ist ein Jugendbuch-Fantasy-Science-Fiction-Roman, irgendwas in diese Richtung. Und dann kommt noch das letzte Buch am 26. Januar, Afterparty von Daryl Gregory. Vom Cover her erwartet man jetzt was anderes, als es dann wahrscheinlich letztendlich ist. Also ich habe es jetzt in eine andere Genre eingeteilt, also wahrscheinlich vom Cover her vermutet. Ich werde es mir nochmal durchlesen und vielleicht überlegen, ob ich es lese oder nicht. Und bin gespannt, ob ich es bei irgendjemandem sehen werde, dieses Buch. Und Afterparty erscheint das Taschenbuch für 9,99 € im Fischer Verlag und ich habe es jetzt als Science-Fiction-Roman eingeordnet. Dann hüpfen wir einen Tag weiter zum 27. Januar. Und hier erscheint ein Buch auch von einer gehypten Autorin, die sehr gehypt ist, die schon einen Film im Kino hat. Und jetzt kommt ein neues Buch von ihr raus. Nämlich im Schatten das Licht von Giorgio Moyes. Mich interessiert es nicht, aber Giorgio Moyes, wenn man immer ausspricht, aber ich habe keine Ahnung, hat sehr, sehr viele Fans. Ihr Film, ein ganzes halbes Jahr, lief ja sehr gut im Kino. Deswegen, vielleicht hat sie die Möglichkeit, mit diesem Buch nochmal ins Kino zu kommen. Keine Ahnung. Ich werde es nicht lesen, aber es werden bestimmt viele lesen, die es interessiert, die Autorin mögen. Und für die erscheint es als Broschüre-Ausgabe für 14,99 € im Rowohlt Verlag und es ist ein Roman. Und dann kommen wir zum 29. Januar hier, erscheinen nochmal 3 Bücher, die ich für euch habe und das sind auch die letzten in diesem Monat. Und das erste erscheint Feuerschwester von Emiko Chon. Ja, keine Ahnung, wie man ausspricht. Und vielleicht, wenn das ein paar lesen, geht in die Jugendbuchrichtung. Könnten viele lesen, glaube ich sogar, kann ich mir sogar vorstellen. Und ich werde es nicht lesen. Und dieses Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 15 € im Ravensburger Verlag und ist, wie gesagt, ein Jugendbuch.
Dann kommt ein Buch, das sich interessant anhört, nämlich Creature, Gefahr aus der Tiefe von Morton Rhue. Ich habe von Morton Rhue auch noch ein Buch hier, We Wish You Were Dead. Und das will ich noch lesen und vielleicht lese ich auch irgendwo Creature. Hört sich nämlich sehr, sehr cool an. Wird mal abwarten. Morton Rhue ist auch sehr gehypt, eigentlich sehr gelobt. Ich bin gespannt, wie sie mir gefällt. Das Buch gefällt. Und dieses Buch ist als gebundene Ausgabe für 17 Euro im Ravensburger Verlag und ist ein Jugendbuch. Und dann kommt noch ebenfalls im Ravensburger Verlag ein Buch raus, nämlich Schattendieben. Die verborgene Gabe ist der erste Teil von Catherine Egan. Und auch dieses Buch interessiert jetzt mich nicht. Vielleicht interessiert es jemanden von euch. Alle Fans des Genres interessieren mich nicht. Und dieses Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 17 Euro im Ravensburger Verlag und ist ein Fantasy-Roman. Das waren eure Neuerscheinungen für den Monat Januar 2017. Welche Bücher davon werdet ihr euch kaufen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und habt ihr noch Neuerscheinungen entdeckt, die ich jetzt vergessen habe im Januar? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich auch interessieren, ob ich jetzt was vergessen habe. Welche Bücher von bestimmten Autoren habt ihr schon gelesen? Habt ihr auch schon was von Morton Rhue gelesen? Von Kai Meier? Schreibt es in die Kommentare und wie ihr sie fandet. Würde mich interessieren. Und ansonsten findet ihr hier noch zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich noch Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.